Mein Gast ist Andrea Becker. Sie ist Steuerberaterin und die Frau, die weiß, wie Grundsteuererklärung funktioniert, worauf Menschen mit Immobilien und Grundbesitz achten müssen und wo digitale Betreuung auch persönlich sein kann. Herzlich willkommen, liebe Andrea, schön, dass du da bist. Hallo Christiane, vielen Dank, dass du dich für das Thema Grundsteuer interessierst. Das ist wirklich ein spannendes Thema und wenn ich jetzt mal dich als Person und deine berufliche Expertise nehme, weiß ich, du bist Steuerberaterin und verfügst auch über eine mehr als 30-jährige Erfahrung sowohl in der Finanzverwaltung als auch in Steuerkanzleien. Was habe ich denn als deine potenzielle Mandantin davon? Sehr viel, Christiane. Ich schenke dir Lebensqualität und Zeit für dich, denn ich kenne genau deine Bedürfnisse. Ich arbeite seit über 30 Jahren als Steuerberaterin, bin auch noch Fachberaterin fürs Baugewerbe. Das heißt, ich habe mich jahrelang intensiv mit Immobilien, mit Grundstücken, mit dem Thema Bau beschäftigt. Und ich kenne genau deine Bedürfnisse, deine Ängste. Ich kann auf dich eingehen und ich denke, das ist der große Vorteil, den du hast, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Okay, das impliziert für mich jetzt den Wunsch natürlich danach, dass du dieses ganze Finanzamtsdeutsch, Kauderwelsch, was ich nicht verstehe, mir übersetzen kannst. Ist das richtig? Ja, ich bin ein Praktiker und ich möchte praktische Hilfestellungen dir geben, damit das Ganze leicht für dich ist und nachvollziehbar. Und ich weiß, wenn dieser graue Brief vom Finanzamt ins Haus flattert, dann bist du nervös, dann bist du aufgeregt, dann denkst du, oh nein, nicht schon wieder, ich will das nicht. Und du möchtest, dass das zeitlich ganz schnell erledigt wird. Und dabei kann ich dir helfen, Christiane. Ich werde dir das so einfach erklären, dich unterstützen und dir Hilfestellungen geben, dass das wirklich innerhalb kürzester Zeit erledigt ist, dass du hinterher Zeit für dich hast und du kannst dein Lieblingsgetränk genießen in deinem Lieblingscafé, du kannst in den Urlaub fahren, weil diese Grundsteuererklärung wird dich in den Sommermonaten beschäftigen. Und all diese Dinge, diese Last werde ich von dir nehmen, Christiane. Und das auf eine verständliche Art und Weise. Das hört sich so ein bisschen an wie so, komm zu mir, ich bin die gute Fee, ich zauber das alles weg, weil jeder kennt das Gefühl, ich mache den Briefkasten auf, da liegt so ein im Öko-Grau-Beige Umschlag drin und du weißt, was kommt jetzt schon wieder für ein Thema, was soll ich jetzt wieder tun? Jetzt sagst du, du kümmerst dich darum, ich kann entspannt weiterleben und du löst alle meine Probleme und Herausforderungen, was dieses Thema Grundsteuererklärung angeht. Jetzt ist es aber so, ja, du wohnst ja oder du lebst in Bayern und ich wohne ja mehr im Rheinland. Ich weiß, dass du digitale Beratung auch anbietest. Das hast du mir im Vorgespräch schon erzählt und verraten. Da stelle ich mir aber die Frage, ist das denn toll oder ist das nicht ein bisschen unpersönlich, wenn wir nur digital oder virtuell miteinander zu tun haben? Du hast natürlich recht, Christiane. Wir arbeiten überwiegend digital zusammen, aber digital bedeutet nicht automatisch unpersönlich. Du bestimmst letzten Endes den Grad, wie persönlich der Kontakt mit mir sein wird. Ich habe mir das so vorgestellt, wenn du mich beauftragst, dann gibt es erstmal ein Videogespräch, wo wir uns gegenseitig sehen, wo wir uns ein bisschen kennenlernen, persönliche Dinge austauschen können. Um was geht es denn? Was brauchst du? Dass ich auch deine Bedürfnisse sehen kann. Und du hast jederzeit Unterstützung. Du bekommst von mir eine Checkliste, eine genaue Liste, wo du genau weißt, was du heraussuchen musst, Erklärung in verständlicher Sprache. Und wenn du nicht weiterkommst, Christiane, kannst du mich jederzeit anrufen oder machen wieder ein Videogespräch. Das ist so ein bisschen von dir abhängig, wie viel Persönlichkeit, wie viel persönlichen Kontakt du gerne mit mir haben möchtest. Aber grundsätzlich bin ich für alles offen, weil mir ist es einfach wichtig, dass es so ist, dass du dich auch wohlfühlst und dass wir gut zusammenarbeiten und dass du hinterher sagst, ja,
Das war richtig toll. Ich bin froh, das ist jetzt erledigt. Und die Frau Becker, das war richtig schön mit ihr. Das hört sich gut an. Und jetzt hast du das ja eben schon gesagt und ich habe es ja auch schon erwähnt. Du hast dich ja spezialisiert. Also es geht ja nicht nur um alle Steuerberaterbelange, sondern es geht um ein spezielles Thema, was in diesem Jahr den einen oder anderen, schätzungsweise 34 bis 35 Millionen Menschen in Deutschland beschäftigen wird, nämlich die Grundsteuer und die damit verbundene Grundsteuererklärung. Du bist jetzt Grundsteuerexpertin, weil du genau sagst, das ist ein Spezialgebiet, das ist jetzt besonders wichtig. Aber für wen ist das wichtig? Wenn du Immobilienbesitz hast oder Grundstücke, sei es dein Einfamilienhaus oder die vermietete Studentenwohnung oder du hast deine eigene Apotheke oder eine vermietete Garagen oder sogar ein Geschäftsgrundstück, Fabrikgebäude, dann bist du davon betroffen. Und zwar im Zeitraum Juli bis Oktober 2022 musst du diese Grundsteuererklärung abgeben. Das ist eine gesetzliche Frist, die wird auch nicht verlängert. Und wenn diese Steuererklärung nicht pünktlich erstellt wird bis Ende Oktober, dann hat das auch rechtliche Folgen. Also jeder, der irgendwo im Besitz von einem Gebäude oder einem Grundstück ist, ist in dieser Verpflichtung, die Steuererklärung abzugeben. Das Problem ist, viele wissen das noch gar nicht. Und sie warten vielleicht, dass das Finanzamt oder jemand anderes ihnen einen Brief zuschickt, wo drin steht, du musst jetzt eine Grundsteuererklärung abgeben. Das ist aber leider nicht so, weil in jedem Bundesland ist das unterschiedlich geregelt. Manchmal schreibt die Kommune die Bürger an und weist darauf hin, dass die Grundsteuererklärung abgegeben werden muss. Manchmal schreibt das Finanzamt und in vielen Bundesländern wird es überhaupt keine Briefe geben, die zu dir nach Hause kommen. Da gibt es nur eine öffentliche Bekanntmachung in einem Gesetzblatt. So, jetzt ist es natürlich abhängig, wo du wohnst, wo deine Grundstücke sind. Hast du die Informationen oder hast du sie nicht? Und dann gibt es noch diese Frist. Deshalb ist es wichtig, dass man sich jetzt damit beschäftigt. Und es ist leider auch nicht so, dass es in ganz Deutschland gleich ist, die Grundsteuererklärung. Es gibt ein Bundesmodell, 7 Ländermodelle. Es werden unterschiedlich viele Unterlagen herausgesucht werden müssen. Und deshalb ist es wichtig, Christiane, dass du dich jetzt damit beschäftigst. Auch wenn du denkst, Juli, das ist noch lange hin, aber die Zeit läuft. Das habe ich verstanden. Das freut mich. Ich muss mich bewegen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, auch so ein bisschen, so verstehe ich das auch, was du sagst, so ein bisschen der Aufruf und die Aufklärung auch dazu. Jeder, der Immobilienbesitzer ist, Grundstücke besitzt, egal groß, klein, privat genutzt, gewerblich genutzt, völlig wurscht, ist verpflichtet, diese Grundsteuererklärung abzugeben. Ob eingeladen oder nicht, ob persönlich eingeladen ist, gilt einfach als gesetzt, du musst das wissen, wenn du es nicht weißt und das Amtsblatt nicht regelmäßig liest, ist es dein Problem. Es ist also ein Versäumnis und es gibt da auch kein, Entschuldigung, ich habe es zu spät mitbekommen, sondern das ist einfach so, Deadline ist dann und dann im Oktober und wer bis dahin nicht, also alles eingereicht hat, was tatsächlich eingereicht werden muss in der Form, die natürlich erforderlich ist, der bekommt richtig Ärger. Das ist richtig. Die Grundsteuererklärung ist eine Steuererklärung, so wie die Einkommensteuererklärung zum Beispiel auch, mit den gleichen Folgen. Das heißt, eine Nichtabgabe dieser Grundsteuererklärung hat dann die gleiche Folge, wie wenn du deine Einkommensteuererklärung nicht abgibst. Da gibt es verschiedene Dinge, Verspätungszuschläge, Zwangsgeldandrohung. Und wenn du deine Steuererklärung nicht abgibst, dann hast du vielleicht auch das Problem mit einer Steuerverkürzung oder einer Steuerhinterziehung. Also das Thema Nichtabgabe einer Steuererklärung ist schon ein wenig gefährlich. Und mancher denkt, ich bin ja noch gar nicht im Besitz von einer Immobilie. Ich baue ja gerade erst mein Einfamilienhaus. Das wird irgendwann im November fertig. Da musst du daran denken, dass zum 01.01.2023 dafür eine Grundsteuererklärung fällig wird. Und die wird alle 7 Jahre fällig. Das heißt, wenn du jetzt schon etwas hast, dein Einfamilienhaus, musst du zum 01.01.2022 diese Grundsteuererklärung abgeben und dann nach 7 Jahren wieder. Und wenn sich zwischendurch etwas ändert,
weil du vielleicht in deinem Geschäftsgrundstück beschließt, du machst den Laden zu, da wird jetzt eine Wohnung draus gemacht. Da musst du sogar nach der Änderung eine Grundsteuererklärung abgeben. Oder die Wertverhältnisse ändern sich. Da gibt es Wertgrenzen, die führen auch dazu, dass du dann zwischen diesen 7 Jahren eine Grundsteuererklärung abgeben musst. Okay, es ist ein wirklich wichtiges Thema. Und ich verstehe auch diese Dringlichkeit, dass jeder, der in irgendeiner Form mit Immobilien Grundbesitz zu tun hat, sich damit auseinandersetzen muss. Jetzt stelle ich mir gerade folgende Frage. Ich höre das jetzt von dir und denke, okay, ich muss hier was tun, ja, habe aber, und ich habe das Gefühl, Mensch, die Frau Becker weiß, wovon sie redet, aber ich habe ja einen Steuerberater. Kann ich denn trotzdem jetzt nur dieses eine Thema vielleicht bei dir in Auftrag geben, weil mein Steuerberater mich noch nicht darauf hingewiesen hat und ich das Gefühl habe, ich glaube, ich bin bei dir in besseren Händen? Geht das? Ich biete nur die Dienstleistung der Grundsteuererklärung an, Christiane. Das heißt, wenn du einen Steuerberater hast, dann kannst du gerne die Grundsteuererklärung mit mir zusammen erstellen. Oder jemand, der gar keinen Steuerberater hat, weil er seine Einkommensteuererklärung selber macht oder er muss sie vielleicht nicht abgeben, weil er nur eine Rente hat, auch der kann mich gerne beauftragen. Das ist kein Problem. Okay, das finde ich ganz wichtig, weil ich denke, das ist vielleicht auch, also wir haben es ja im Vorgespräch, hast du mir gesagt, es sind irgendwie 35 Millionen, glaube ich. Ja. Also der ein oder andere Antrag wird da bei dem Steuerberater zusätzlich noch auf den Tisch flattern zu all dem Wahnsinn, der eh schon da ist. Wenn man das Gefühl hat, dass der eigene Steuerberater es vielleicht gar nicht schafft, von den Kapazitäten her, kann man sich einfach an dich wenden und sagen, hier, dieses eine Thema wäre super, wenn du mir da durchhilfst, sodass wir da, oder dass ich als Immobilienbesitzer schadfrei da durchkomme und auch nichts zu befürchten habe. Ja, das mache ich sehr gerne. Wie gesagt, 35 Millionen Steuererklärungen, das kann nicht einer machen, auch ich kann das nicht. Ich unterstütze gerne, ich helfe jedem, der sagt, ich möchte gerne deine Hilfe in Anspruch nehmen. Und ich bin auch nicht traurig, wenn du hinterher kein Mandant bei mir auf Dauer bleibst, weil ich biete auch nur die Dienstleistung der Grundsteuererklärung an. Okay, wenn ich jetzt sage, ich würde das gern mit dir machen, was bekomme ich dann von dir? Also ich würde mir jetzt mal wünschen, wenn ich mir wünschen darf, ja, ich hätte gern so eine Checkliste und wo dann auch erklärt ist, vielleicht so eine Hilfe, wo dann steht, okay, das ist auf Amtsdeutsch, heißt das so und so viel und KF37C und auf Deutsch für Otto-Normalverbraucher ist es das Formular, das bekomme ich da und da. Also wie so eine Gebrauchsanweisung hätte ich gerne, damit ich das verstehe. Bekomme ich sowas bei dir und auch so eine Übersicht, was fehlt mir noch? Das ist super, diese Wünsche kann ich dir erfüllen, Christiane. Du bekommst von mir eine Gebrauchsanweisung und ich werde auch in einer verständlichen, einfachen Sprache mit dir sprechen, denn das ist ja mein Ansatz. Es soll leicht für dich sein, es soll nachvollziehbar für dich sein, deshalb bekommst du eine Checkliste und ich sage dir ganz genau, welche Unterlagen ich benötige, damit das dann auch wirklich zeitsparend für dich dann mit mir so erstellt werden kann. Weil dieser Datenping-Pong mit dem Steuerberater, den du vielleicht kennst, den möchte ich vermeiden. Ich möchte, dass du Lebensqualität gewinnst und Zeit, damit du diese Zeit für dich verwenden kannst, Christiane. Und deshalb ist es wichtig, dass du eine genaue Gebrauchsanweisung von mir erhältst. Was musst du an Unterlagen heraussuchen und wie funktioniert das Ganze? Und das muss für dich einfach und nachvollziehbar sein. Das gefällt mir sehr gut. Und wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich das ja auch online dann nachvollziehen, wie der Status quasi ist, was an Unterlagen noch fehlt, dass ich das sehen kann bei dir, wo ich sage, okay, da bin ich jetzt schon und jetzt fehlen nur noch 2 Dokumente und dann habe ich es geschafft. Dass ich das sehen kann, ne? Ja, du bekommst Zugang zu meinem Mandantenportal. Das wird dann auch dein eigenes Portal mit deinen Immobilien, deinen Grundstücken sein, Christiane. Du hast jederzeit Überblick, welche Unterlagen noch benötigt werden, was du mir schon zugeschickt hast. Und wenn du jetzt unterwegs bist und sagst, ich habe jetzt gerade mal eine halbe Stunde Lust, jetzt lade ich noch die restlichen Unterlagen hoch. Da musst du nicht lange suchen. Ja, welche Unterlagen sind es denn? Du schaust in deinem Mandantenportal nach. Du hast jederzeit den Überblick. Du weißt, wann das vollständig ist.
und was du noch heraussuchen musst. Auch das ist dann wieder leicht und einfach für dich nachzuvollziehen. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Und jeder, der keine Immobilie besitzt und kein Grundstück besitzt, hat vielleicht jetzt Lust bekommen dazu, weil er denkt, Mensch, das ist doch super, wenn das so einfach ist. Dann mit der Grundsteuererklärung, dann kaufe ich mir noch schnell was und wende mich einfach an Frau Becker, weil dann weiß ich, dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Ich danke dir sehr, dass du mein Gast warst heute. Vielen Dank für die Einladung, Christiane.